Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Spiel, nämlich Earthbound, worüber ich mich richtig freue, das jetzt mal Let's Playen zu können. Earthbound, The War Against Gyarges, okay? Wie ihr merken werdet, das Spiel ist komplett in Englisch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus für mein sehr schlechtes Englisch. Aber ich versuche es halt so weit wie es geht irgendwie zu schaffen. Und wir starten auch, ich habe es nur oben angetestet, weil es läuft. Ja, Fast natürlich, Stereo ist alles klar. Was haben wir denn hier? Plain Favor und Schwarz, Mint, Strawberry, Banana und Peanut. Nimm mal Peanut. Please name him. Coole Musik im Hintergrund. Nehmen wir mal wie die meisten anderen Helden, die ich so habe, nach meinem Account hier in YouTube, nämlich Star. Name her to. Okay, die nenne ich mal nach einem Schwarzmagier aus Final Fantasy. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, aus welchem Final Fantasy Teil. Name your friend. Den nehme ich jetzt einfach mal auch nach einem YouTuber, nach einem Kollegen von mir. Mit dem lieben Ichiko 2707. Und name another friend. Noch ein. Okay. Und diesen, ja, Kämpfer nenne ich ihn jetzt mal einfach mal. Nehme ich auch noch einem YouTube-Kollegen, nämlich dem lieben Xodos. So. Okay, und name your pet. Okay, dem gebe ich jetzt einfach mal einen ganz kreativen Namen, nämlich Cake. Ja, wie ihr merkt, ich spreche und das letzte Plan sich ist in Deutsch. Nur werde ich halt die Dialoge nicht um setzen, weil, naja, mein Englisch ist nicht das Beste. Favorite homemade food. Naja, weil es halt nicht so viele Plätze gerade gibt, die ich benutzen kann. Machen wir mal Pizza rein. Schön selbst gemacht. What's your favorite thing? Da, ja, ganz altmodisch. Ist da kein Ding, aber naja. Finden da. Ein Freund. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Wow, okay. Oh, und diese schöne alte Grafik. Ha, das Spiel kann man einfach nur lieben, muss man zugeben. Das Spiel ist einfach nur spielenswert. The year is 1990X. Hotel. Okay. Onette, a small town in Eagleland. Wahrscheinlich eine Spielung auf England. England. Und wie ich mich nochmal daran erinnern kann, ist das Spiel sehr witzig, auch von den Dialogen her. Stars House. Und darauf kann man sich echt einfach nur freuen. Okay, das sind wahrscheinlich wir. Okay, ich höre irgendwas fallen. Ja. Uns gerade eingetroffen, definitiv. Das sind wir. Wir haben auch ein richtig schönes Menü. Wir können nämlich zu Leuten sprechen oder mit Leuten sprechen. Hier haben wir unsere Items, momentan die ATM-Card. Wir haben halt unser Equipment, momentan nix. Unseren Status haben wir auch, sozusagen noch nichts Wichtiges bis jetzt. Und wir können Sachen abchecken. Was noch nicht wichtig, jetzt, Anfang nicht, okay, Licht ist an. Gehen wir mal zu unserer Schwester. Hey Bro, did the sound wake you up? Were you freaked out? Ah, nicht ich.
Check. Star opened present. There's a cracked bat inside. Star takes it. Yay. Unsere erste Waffe. Equipment, Weapon, Cracked Bat und cool. Den obligatorischen Nest Baseballschläger, den eigentlich, glaube ich, so gut wie jeder kennt. Das ist unsere Mutter. What was that noise? Star, you don't seem scared. Are you nuts? And now you want to go check it out? Oh, okay. You'll sneak out of your room anyway, even if I ask you not to. At least change out of your jammies before you go. Oh, ja, ja. Oh, wir dürfen den Weg normal gehen. Können wir nicht einfach unten starten? Nein. Na. Wir sind umgezogen, also können wir los. Oh, ich rede mal mit Cake. Talk to. Besides humans, dogs also sleep at night. Why aren't you asleep? Hat gerade unser Hund mit uns geredet? Und creepy music. Talk to. I want to return home, but the road is closed. People are taking this meteorite situation too seriously. Ja, bestimmt. Talk to. Unnet police are infamous for closing roads if something is going on. And we are going for the world record. Okay. Talk to. Don't panic! It's just a... what? Meteorite that... who... fell? I just wanna... what? Go home. Ja, der perfekte Polizist, definitiv. Wer bist du? Did you hear the Big Bang? I think a meteorite landed near me. I want to be the first to see it, okay? I'm going to try to be the first to get there. Mach das. Wer bist du? Oh, hi. Pokey, my brother, ran out of here to chase after a police car. He said, Pokey, you should stay home. So I'm home watching our house. Mom and Dad aren't home yet. They went out to an elegant restaurant. Schön, das zu wissen, echt. Also, das sind Informationen, die brauche ich definitiv später im Spiel. Also, wow. Ja, es scheint, als ob wir mal hier runter müssten und dann nach links, ne? Oh, Polizist, hallo. Don't you know what time it is? Get your butt home, pronto. The pronto, ups. A meteorite has landed. The sharks are running wild in town. You kids are wandering around. And I'm hungry. I hate my job. Yeah. True, true. It's dangerous to go to the hilltop. Even if I advise you not to go, it won't stop you, will it? Mann! Steht bei mir irgendwie auf dem Gesicht geschrieben, egal was sie sagt, ich tue eh, was ich will? Erwachsener. Hey you! Don't you know what time it is? Dialoge wiederholen sich, oh mein Gott! Und ein erneutes Geschenk. Mal gucken, check. Star opened the present. There is a bread roll inside. Yay! Eine Brotrolle. Gucken, check. Treasure Hunter. This is Liar X. Edgerate's house. Okay, wie reden wir mit dir? Hey, Star. Hiya, buddy. A meteorite fell down and went boom. It was a real mess for a while. I was fine because I always eat garlic and work out to help make my body stronger. However, the weaker citizens probably fainted. I also want to tell you, whoops! I almost told you about my... By the way, Star, did you check my billboard? I wrote the message myself. That's my real job, you know. I'm a billboard guy. Why don't you check out my work? Ja, habe ich schon. Na, egal. Tokyo, that meteorite looks different than usual. It's strange and marvelously.
Ja. As well as mysterious. Oh. Beten Sie es an. Es ist glitzernd. Es ist schön. Ah, da. Sch. Ja, ja. Hey, stop. Don't be rubbernicking. You're getting in the cops. Oops. I mean, officer's way. You can go home now. Tomorrow, I, Pokey, will tell you more about the strange meteorit. I'm fine here, but, you're bugging the others. Ja, du rennst hier wie ein Irrer rum. Nice timing, Star. Will you do something about Pokey? He's driving me nuts. Are you two friends? Yes. And you live in the house next to his... Oh, I see. Clear out, get out of my way. Clear out, get out of my way. Clear out, get out of my way. Clear out of way. Out, get my... Oh, whoops. My mistake. I mean, get out of my way. Ja, ich muss ihn eigentlich mitnehmen. Kann ja mal weniger nerven. Oh. So. I wonder when the cops will leave. Ich auch. Das Ding sieht cool aus. Ja. Ja, okay. Gut, bei ihm können wir jetzt nichts machen. Ich glaube, wir müssen noch irgendetwas triggern. Aber erst ein bisschen umgucken. Ich denke zwar nicht, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt als da oben lang, aber wer weiß, wer weiß. Einfach mal gucken. Ich habe schon geredet, ich habe schon geredet. Du bist immer... Oh, okay, sie steht draußen. Yeah! Welcome home, Star. It's not necessary to talk about it tonight. It's late. Scoot off to bed now. Oh, yes. Und wir gehen schlafen. Juhu. Later that night. Irgendwas wackelt da tierisch. Gehen wir mal raus. Was ist los? Someone's knocking at the door. What an annoying knock. Zirkadrhythmus. What's dir? My land, who could be knocking at the door at this time of night? Would you answer it? Ja, okay. Oh my god, it's Pokey! Pokey! Hey, listen to what I have got to say. When I took Piggy to the place where the meteorite landed... Oh! Yeah. Oh! Good evening, ma'am. You're looking lovely as usual. Anyway, as I was saying, the police that were guarding the meteorite landing left suddenly to deal with the sharks. You know the sharks, they're the local ruffians, and they were really going wild. Suddenly I noticed that Piggy was gone. I blame the cops. It certainly wasn't my fault at all. When my dad gets back, I know I'm gonna get it. You're my best friend. Won't you help me find Piggy? Yes. Okay, good buddy. Let's blow this popsicle stand. Before we go, why don't you say goodbye to your mom? Don't you agree, ma'am? God. I know that dog is unreliable, but you should take Cake along.
The cracked bed in Tracy's room could help out at a time like this. No matter what annoying says, no matter what anyone says, you're a courageous, strong boy. You're my very own natural born fighter. Okay, you'll go far. Remember to go for it. But I think you should change out of your jammies before you leave. Oh man. Das Spiel gefällt mir immer mehr, muss man zugeben. Aber an dieser Stelle verabschieden ich und meine Wenigkeit natürlich, ja. Ich bin erstmal. Das war der erste Part von Let's Play Earthbound. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns definitiv das nächste Mal. Tschüss und haut rein!